die neuen Räumlichkeiten des Haus der Nachhaltigkeit an. Und da unten wird ja schon viel gemacht. Ich finde es eine ganz tolle Idee. Nachhaltigkeit ist ein riesengroßes Thema. Erfurt hat da schon viel erreicht, steckt aber meiner Meinung nach immer noch in den Kinderschuhen. Und da kann auch so viel entstehen und so. Und ich glaube, ich hoffe, dass dieses Haus einfach ein Treffpunkt wird. Wir brauchen ein Begegnungszentrum, wir brauchen ein Bürgerzentrum, wir brauchen einen festen Anlaufpunkt, wo die Leute hinkommen können. Glasflasche für Kinder, warum nicht mal aus Plastikflaschen trinken? Oder? Also da gibt es so viele Bereiche, die Leute auch suchen, aber wo es einfach die Produkte nicht gibt. Vielleicht Vorträge, Filme, vielleicht auch Konzerte, vielleicht einfach Diskussionsabende oder andere Formate, um sich gegenseitig zu informieren, sich auszutauschen. Das ist dieses Solidarische, dieses einfach, dieses Miteinander. Möglichkeiten und den Raum dafür haben. Beteiligt waren und an dem sie auch beteiligt sein werden in der Zukunft, wenn sie wollen.